Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Omsi-Video-Tutorial. Und zwar geht es um das leidige Thema Scheiben bekleben oder auf den Scheiben Werbung drauf zu machen. Und das ist wohl bei den meisten das Problem, dass sie es nicht können. Ich werde in diesem Video euch das Repainten von Grund auf nicht zeigen. Ich werde euch halt nur zeigen, wie das mit diesen Scheiben funktioniert. Und ihr solltet auch schon gewisse Erfahrungen im Repainten von Omsi haben. Das Video ist in einzelnen Segmenten aufgeteilt. Aber ich versuche euch alles so gut wie möglich dann auch zu erklären. So sollte das später dann aussehen. Das ist jetzt mein HCR Repaint, der mit kleiner Werbung hier unten beklebt ist und wo auch die Scheiben dann beklebt sind. Ja, das so soll es später aussehen und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. So, ich sag's jetzt hier nochmal groß, damit es auch ankommt. Ihr braucht die SDK Tools. In diesen SDK-Tools erscheint dann, wie gesagt, hier der Ordner halt mit diesen Objekt-Editor-Dingsbums, Repaint-Tool und so weiter. Dort erscheint dann auch hier unter Repaints und SD-202-Templates hier diese Masken. Diese Masken, die sind schon von mir geändert worden. Und da müsst ihr dann halt noch was ändern, wenn ihr den D89 dann, dass das halt auf diesen Scheiben dann auch drauf ist. Das müsst ihr ändern. Das hatte irgendeiner auch ins Forum reingeschrieben. Und das muss geändert werden. Das zeige ich euch jetzt. So, wie gesagt, das hier rechts sind meine abgeänderten Masken. Ich öffne jetzt links die Originalen. Wichtig ist, dass ihr euch von allen Zeug, was vielleicht geändert wird, dass ihr euch Sicherheitskopien macht. Das sind die Originalen hier. Und das sind meine. So. Die Originalen, da kann ich euch ein Beispiel zeigen. Zum Beispiel hier D88 MA-B und meine. Ihr müsst also quasi die Fensterflächen müsst ihr ausschneiden. Ne? Die müsst ihr ausschneiden hier. Die müsst ihr, also ihr müsst Schwarze muss weg und dann halt in Weiß ersetzt werden. Das macht ihr halt damit. Und das macht ihr mit der D8801MA-B und D8801MA. Da ist genau das gleiche. Wenn ich das hier mal schließe und hier die originale MA aufmacht, dann seht ihr, die sind auch komplett schwarz zu. Das muss geändert werden, indem ihr dann halt mit Fotofiltre oder Paint, was weiß ich, dass ihr das dann halt so ausschneidet. Wenn ihr die Fenster komplett weiß macht, also ihr macht jetzt hier, sag ich mal, komplett alles weiß, dann werden später auch diese Gummilappen, die unter dem Fenster sind. Das wird alles mit Werbung beklebt. Hier, das sind zum Beispiel die Fenster hinten. Wenn ihr die komplett weiß macht, dann werden auch die Gummilappen überklebt. Hier habe ich jetzt die D89MU. Also ich schieße es mal eben hier. So, D89MU hier. Das ist meine.
Und das ist die Originale. Hier ist genau das gleiche wie bei den Schwarzen, nur dass es halt hier andere Farben sind. Hier müsst ihr auch die Fensterflächen, hier die einzelnen Fensterflächen, die etwas grau sind, müsst ihr weiß machen. Ja, sonst geht's später nicht mit dem mit der Werbung. Die müsst ihr weiß machen. Also man muss sich da schon ein bisschen beschäftigen und sich da einarbeiten. Aber ich schreibe gleich nochmal den Link unten rein. Kriegt ihr unten eingeblendet, wo das im Forum auch nochmal steht, wie das funktioniert mit den Masken. Und ja, ist keine einfache Geschichte. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt. So müsst ihr euch halt Maske für Maske einzeln durcharbeiten. Das ist zum Beispiel hier der D92. Und das ist hier der D89. Und das müsst ihr dann eigentlich für jede machen. Also zumindest für die MU und diese MU und für die Schwarzen. MU und die MA-Sachen. Die sind eigentlich wichtig. Die müsstet ihr dann bearbeiten. MU, MA, MU. So. Ist das nicht gemacht, dann wird es nicht gehen. Dann habt ihr Fehler oder was weiß ich. Ich werde vielleicht mal gucken, dass ich das alles komplett mal fertig mache und mit Erlaubnis vielleicht dann zum Download bereitstellen kann. Dann hat man das eigentlich schon. Wie gesagt, am besten alles dann auch sichern. Und ja, Ordnung halten. So, und zwar fange ich jetzt mal so an, dass wir jetzt ein Repaint gemacht haben und auch schon fertig haben. In dem Fall habe ich hier einen für den D92. Möchte aber für D89, gehen wir mal hier unter Spiele, möchte für D89 diesen Bus haben, wo dann halt diese Werbung drauf ist. Dann suche ich mir hier meinen Repaint raus. Ich habe jetzt hier diesen Colorado-gelben. Und hier soll dann später Werbung drauf. Also kann auch über die Tür sein. Das ist dann auch egal. Das Ganze kopieren wir uns in den D89-Ordner. Und benennen das erstmal dementsprechend um. D89. Und wir nennen den Bus jetzt ganz einfach mal schlicht Testbus. Damit haben wir den Testbus.